In the last few weeks, in den letzten paar Wochen, when you started to watch the news, wenn ihr so die Nachrichten geguckt habt, you see devastating things. Da sieht man wirklich verheerende Dinge, right? Things which could drive fear into us. Sachen, die in uns Furcht hochbringen können, right? Stimmt's? I mean, where you suddenly feel like we used to be in a continent. Irgendwie ist halt, auf einmal fühlt sich so an, dass wir in einem Kontinent sind. You know, we used to be safe here. Also wir waren immer sicher hier. And now suddenly it seems like we're not safe anymore. Und irgendwie fühlt sich's an, dass wir jetzt nicht mehr so sicher sind. And I'm talking natural right now. Also ich spreche jetzt nur die natürlichen Sachen. But we have to make a decision in times like this. Und in solchen Zeiten, da müssen wir eine Entscheidung treffen. The Bible tells us, in der Bibel steht, that we have not received the spirit of fear, dass wir nicht den Geist der Furcht empfangen but haben, of power, sondern, of love and of a sound mind. Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. First of all, you have to talk to fear. Als allererstes müssen wir zu der Furcht sprechen. What? Yes. Was? If fear rises, ja genau, wenn Furcht hochkommt, doesn't matter which type of fear it is. Ganz egal, welche Art von Furcht. Talk to it. Dann sprich dazu. And tell it. Und sag der Furcht, dass sie ruhig sein muss. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Because we have not received the spirit of fear. Weil wir nicht den Geist der Furcht empfangen haben. Secondary. Als zweites. We are safe. Sind wir sicher? If we are in the perfect will of God. Wenn wir im perfekten Willen Gottes sind. It doesn't matter where you go. Dann ist es egal, wo wir hingehen. It could be the most dangerous surrounding. Dann könnte das, der absolut gefährlichste Ort sein. If you are in the will of God, where you are. Wenn du da, wo du bist, im Willen Gottes bist, then you are safe. Dann bist du sicher dort. If you move outside of the will of God, wenn du dich aus dem Willen Gottes rausbewegst, because I want it my way, weil ich so machen will, wie ich's machen will, you might get into danger. Dann kann es sein, dass du dich in Gefahr begibst. We have heard the greatest testimonies. Wir haben die tollsten Zeugnisse gehört. I don't know if you know, but Rema has a church as well as a Bible school in Nice. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, hat Rema eine Bibelschule und eine Gemeinde in Nizza. Actually, two churches. Zwei Gemeinden sogar. And I heard from both pastors. Und von beiden Pastoren habe ich gehört. And they had really great testimonies. Und sie haben tolle Zeugnisse dort. Because some of their church members, weil einige von den Gemeindemitgliedern, they had planned on going to that celebration. Die hatten eigentlich geplant, zu dieser Feier zu gehen. But they had no peace. Aber sie hatten keinen Frieden. Something wasn't right. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Not a major deal. Keine Riesensache. But this like, no, let's not go this year. Eher so dieses, ach, dieses Jahr, nee, gehen wir nicht hin. So they didn't go. Also sind sie nicht hingegangen. Another couple, I know them. Ein anderes Ehepaar, die kenne ich. You know, he was saying, die haben gesagt, they were right there. Die waren direkt dort. They saw the white truck coming towards them. Die haben gesehen, wie dieser weiße Lastwagen auf sie zugekommen ist. They have a small baby. Und die haben ein kleines Baby. I think he is a small kid. Also ein kleines Kind. I don't know how old he is. He walks already, but he's small. Also der ist klein, läuft zwar schon, aber ist noch klein. You know, and the father grabbed the child. Und der Vater hat das Kind geschnappt. Because the spirit spoke on the inside and said, jump. Weil der Geist innerlich gesprochen hat und gesagt hat, spring weg. So he said to his wife, jump now. Also hat zu seiner Frau gesagt, spring weg. So they jumped out of the way. Also sind sie aus dem Weg gesprungen. And where they jumped, it looked dangerous. Und da, wo sie hingesprungen sind, das hat nach einem gefährlichen Ort ausgesehen. But because they jumped. Aber weil sie gesprungen sind. Because they listened to the Holy Ghost. Weil sie auf den Heiligen Geist gehört haben. They were safe. Waren sie sicher. So there is safety in the perfect will of God. Also da ist Sicherheit im vollkommenen Willen Gottes. He will talk to us. Gott wird zu uns sprechen. He's warning us. Er wird uns warnen. And in times like this, und in solchen Zeiten wie jetzt, remember, dann denkt dran, we have received the authority. Wir haben die Autorität bekommen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. So take your authority. Also nehmt eure Autorität wahr. I have friends. I have friends. Ich habe Freunde. You know, I have a friend. He had machine guns pointing at him. Und ein Freund, dem wurden Maschinenpistolen auf ihn gerichtet. He had machine guns pointing at him. Also Maschinengewehre wurden auf ihn gerichtet. Because they wanted to stop him to preach the gospel. Weil sie wollten den daran hindern, das Evangelium zu predigen. All what he did. Und alles, was er getan he said, hat. In the name of Jesus. Hat er gesagt, im Namen Jesu. And these several men. Und diese Männer. Soldiers.
pointing machine guns at him. Diese Soldaten, die diese Maschinengewehre auf ihn gerichtet hatten. In that instant, they broke down, crying, and received Jesus. Sind in diesem Fall sind sie zusammengebrochen und haben angefangen zu weinen und haben gesagt, Jesus. They have received Jesus. As sie haben Jesus empfangen als ihren Herrn und Erlöser. What am I saying? Was sage ich damit? We have authority. Ich sage damit, dass wir Autorität haben. Right? Stimmt's? Okay. Are you getting what we're talking about? Versteht ihr, was ich hier sage? If you have not been familiar with Psalms 91, wenn ihr Psalm 91 nicht kennt, then you need to actually go into there. Dann werden wir da werden den aufschlagen. No. You should go into there. Oh, ihr solltet den aufschlagen zu Hause. And you'll read it. Und lesen. And you speak it into your life. Und diese Sachen in euer Leben reinsprechen. Because there's protection. Weil da ist Schutz. The angels are watching over us. Und die Engel, die wachen we über uns. We have received the blood of Jesus. Wir haben das Blut Jesu empfangen. We have the name of Jesus. Wir haben den Namen Jesu. We have the Holy Ghost living on the inside of us. Und wir haben den Heiligen Geist, der in unserem Inneren lebt. We are the light in this dark world. In dieser finsteren Welt sind wir das Licht. And people will notice that. Und die Menschen werden das merken. Amen. 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 Father, I thank you right now. Vater, ich danke dir gerade jetzt. That we will walk in your will. Dass wir in deinem Willen wandeln thank werden. Thank you that the angels are watching over us. Dass die Engel über uns wachen. And that they will keep us in our ways. Und dass sie uns bewahren auf all unseren Wegen. And thousands will fall on one side and 10,000 on the other one. Und tausend werden zur einen Seite fallen und 10,000 zur anderen. But it cannot come near us. Aber es kann nicht nah an uns kommen. I thank you, Father. Ich danke dir, Vater, that we as church, dass wir als Gemeinde, that we as Rema family, als Rema Familie, we are divinely protected, dass wir göttlich beschützt sind, that you will lead us and you will guide us, dass du uns leitest und führst, and that in times like this, und dass in den Zeiten wie diesen, we can be a testimony, dass wir ein Zeugnis sein of können, your goodness, von deiner Güte, and of your love, und von deiner Liebe, in Jesus' name, in Jesu Namen, thank you, Lord, danke, Herr, danke, amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, guys. Vielen Hallelujah. You know, it is so helpful to know who your God is. Es ist so wichtig und hilfreich zu wissen, wer dein Gott ist. If some of these things I have said, you are like, what? Wenn manche der Sachen, die ich gesagt habe, wenn du da so denkst, was? You know, then you need to grow in the things of God. Dann solltest du in den Dingen Gottes wachsen. You need to grow in His Word. Dann solltest du im Wort Gottes wachsen. You need to learn. Und lernen. So that you know what we're talking about. Dass du weißt, von was wir da sprechen. Because it's all yours. Weil dir gehören diese Sachen. Because God is so good. Weil Gott so gut ist. I don't know if you noticed all morning through. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, schon den ganzen Morgen. In all of these songs. In all diesen Gedanken. In songs. Blah, 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 blah. In all diesen Liedern. Liedern, nicht Gedanken. We heard about the goodness of God. Da haben wir über die Güte Gottes gehört. We heard how faithful He is. Wir haben gehört, wie treu er ist. How trustworthy. Wie sehr man ihm vertrauen kann. I mean, we know He's awesome. He's gracious. Wir wissen, er ist fantastisch. Er ist gnädig. He's merciful. He's forgiving. Er ist barmherzig. Er vergibt. He's righteous. He's holy. Er ist gerecht und heilig. He is patient. Er ist geduldig. And long suffering. Und er hat Langmut mit uns. Halleluja. Halleluja. He needs a lot of long suffering with me. Er hat sehr viel Langmut mit mir. He's also very kind. Er ist auch sehr freundlich. Enduring. Und er hält sehr viel aus. But also very powerful. Und er ist auf der anderen Seite genauso kraftvoll. He's very mighty. Er ist sehr mächtig. Hm? But he's also very caring. Aber er trägt auch Fürsorge für uns. Hm? And we do know. Und wir wissen. With all who God is. Mit all den Sachen, wie cool Gott ist. You know, all that stuff, what He is doing. All die Sachen, die er tut. How good He is. Wie gut er ist. All these attributes I was talking about. All diese Eigenschaften, die ich gerade gesagt habe. And we could go on and on and on and on and on. That list is like that long. Und damit könnte man ja weitermachen und weitermachen, weil die Liste hört ja nie auf. The Bible says. In der Bibel steht. That God is love. Dass Gott Liebe ist.
God is love. Gott ist Liebe. 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 You know, when we hear the word love, wenn wir das Wort Liebe hören, and we're not careful, und wir nicht aufpassen, then we really associate it with what the world thinks about love. Dann verbinden wir das Wort Liebe mit dem, was die Welt über Liebe denkt. Because they think love is a feeling. Weil die denken, dass Liebe ist ein Gefühl. And when I told you my title is all you need is love. Und ich habe euch ja schon gesagt, alle und der Titel ist alles, was wir brauchen, ist Liebe. Right, I will not sing the song. Ich werde dieses Lied nicht singen. No, I don't even know the whole text of it. Ich kenne nicht mal den Text davon. But really, this is not talking about the kind of love we are talking about. Aber in dem Lied ist nicht die Rede davon, von der Liebe, von der wir sprechen. What we truly need, was wir wirklich brauchen, is the God kind of love. Ist Gottes Art der Liebe. All you need, alles, was du brauchst, is his love. Ist seine Liebe. Because out of his love, denn aus seiner Liebe heraus, he is who he is. Ist er der, der er ist. He has done what he has done out of his love. Aus seiner Liebe heraus hat er das getan, was er getan hat. You know, I mean, you know that, right? That God is love. Das wisst ihr, ne? Dass Gott Liebe ist. You know, 1 John chapter 4. Ihr kennt 1. Johannes 4. You know, verse 16 it says God is love. Vers 16, wo steht, dass Gott Liebe ist. Verse 8 it says God is love. In Vers 8 steht, dass Gott Liebe ist. That's his character. That's his being. Das ist sein Charakter. Das ist sein ganzes Wesen. I would almost say it's his substance. Ich würde fast sagen, das ist die Substanz. You know what I mean with that, right? Ihr wisst, was ich damit meine. So if somebody is like that, wenn also jemand so ist, then he will be like that always, right? Dann wird derjenige immer so sein. Right? Stimmt's? I mean, you know, we can be very kind, right? Gut, also wir können ja auch sehr freundlich sein. Right, have you ever been kind? Wart ihr schon mal freundlich? Usually when you're in a surrounding where your people don't know too well. In der Regel ist es so, wenn man irgendwo ist, wo man die Leute nicht so gut kennt. We are all very kind. Dann sind wir alle sehr freundlich. Right? We want to, you know, act nice. Dann wollen wir uns nett verhalten. You know, we are friendly to the person we are dealing with, dann, usually. Dann sind wir in der Regel mindestens freundlich mit den Leuten, mit denen wir es zu tun haben. But it's quite interesting that when we get around people who we know very well, aber dann ist es interessant, wenn wir mehr mit Menschen zu tun haben, die wir besser kennen. Then it's sometimes we almost forget that kindness would be a good thing. Dann vergessen wir fast manchmal, dass Freundlichkeit eine gute Sache ist. But if your personality is kind, aber wenn du von deiner Persönlichkeit her freundlich bist, if it is your being, wenn das dein Wesen ist, then you will be kind all the time. Dann wirst du immer freundlich sein. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? So God is love. Also Gott ist Liebe. And if you get in contact with him, und wenn du mit ihm in Kontakt kommst, you will get in contact with his love. Dann kommst du in Kontakt mit seiner Liebe. This is deeper than you realize. Und das ist tiefgreifender, als du denkst. Because I don't think that we really fully have caught on to this yet. Weil ich glaube nicht, dass wir das völlig ergriffen haben bisher. Because you know that God is love, that's nice. Okay, man könnte ja sagen, okay, dass Gott Liebe ist, schön. And that's actually a good start because a lot of people think that God is mean. Und es ist auch ein guter Anfang hier, weil viele Leute denken echt, dass Gott gemein ist. But love is not full of hate. Aber Liebe ist nicht voller Hass. God is not sitting in heaven waiting that you do something wrong to go shambong. Und Gott wartet nicht im Himmel, bis du irgendwas falsch machst und dann macht er gu. No. Love can be stern. Nein, Liebe kann streng sein. Why? Warum? Because it is better for me. Weil das besser für mich ist. Right? Stimmt's? But it has always the interest of the other in mind. The best interest of the other in mind, sorry. Aber Liebe hat immer das Beste für den anderen im Sinn. Right? Stimmt's? It's not about me. Es geht nicht um mich. It's about you. Es geht um euch. Oder um dich. It's not about me. Es geht nicht um mich. It's about you. Es geht um dich. Every action I'm doing, every step I'm taking, alle Handlungen, die ich tue, jeden Schritt, den ich unternehme, is for your best. Ist zu deinem Besten. Okay, that's love. Das ist Liebe. Right? Stimmt's? And several weeks or months ago, Pastor Alex talked about 1 Corinthians 13.
Und vor einigen Wochen oder Monaten hat Pastor Alex über 1. Korinther 13 gesprochen. And we looked into how love looks like. Und da haben wir uns angeguckt, wie Liebe aussieht. But I'm not gonna talk about that. Und darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Because I want you to get something. Weil ich möchte, dass ihr was versteht. So first of all, God is love. Also als erstes, Gott ist Liebe. But you know, that's rather nice. Und das ist ja eine schöne Sache. But if he doesn't love me, that doesn't help me, right? Aber wenn er nicht mich liebt, dann hilft mir das Ganze ja nichts. Stimmt's? Remember, all you need is love. Denk dran, alles was du brauchst ist Liebe. You need his love. Du brauchst seine Liebe. By the way, that's the craving the world has. Das ist übrigens so ein Verlangen, eine Sehnsucht, das die Welt hat. That's why they're trying to subsidize true love with all kinds of love. Deshalb wollen sie diese Liebe Gottes ersetzen durch alle möglichen falschen oder anderen Arten you know, von Liebe. Through the love which comes through relationships. Durch Liebe wie beziehungsmäßige Liebe. Love which might look nice, you know, because I'm friendly to you. Liebe, die schön und gut aussieht, weil man da ja freundlich zueinander ist. They might start to love money. Oder sie fangen an, Geld zu lieben. Or their body. Oder ihren Körper. All kinds of things. Alle möglichen Sachen. But it will never fill that empty void with on the inside. Aber diese Sachen werden niemals diese Leere, diese innerliche Leere füllen. Which is craving for the true love of God. Diese Leere, die sich sehnt nach der wahren Liebe Gottes. Mm-hmm. We have experienced that love, right? Wir haben diese Liebe erfahren. But it's not a feeling. Aber das ist kein Gefühl. Did you know that? Wusstet ihr das? We have to understand that the love of God is not an emotional love. Wir müssen Folgendes verstehen, dass die Liebe Gottes keine emotionelle Liebe ist. It is rather a love that is experienced in positive action. Das ist eher eine Liebe, die erfahren wird durch positive Handlungen. Remember John 3:16. Remember that verse? Erinnert euch an Johannes 3, 16? God so Gott hat love, die Welt so sehr geliebt. That he did what? Dass er was getan hat? He gave his son. Dass er seinen Sohn gegeben hat. So love actually drove him to action. Also die Liebe hat ihn dazu gebracht, dass er was getan hat. So true love is an expression of positive action. Also wahre Liebe ist ein Ausdruck von positiver Handlung. So let's go together to 1 John chapter 3. Schlagt mal mit mir zusammen 1. Johannes 3 auf. And we want to look into verse 1 and verse 2. Und dort Vers 1 und 2. It says here, steht, Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knows us not, because he knew him not. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear that we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So what kind of love did God give to us? Was für eine Art von Liebe hat Gott uns denn gegeben? Wow, look at that. Schau dir das an. He has called us sons of God. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht oder Söhne Gottes. He made us to children of God. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Sons and daughters. Söhne und Töchter. Actually, some translations are using the word son only. Manche Übersetzungen nehmen hier nur das Wort Söhne and not children und nicht Kinder, because it also shows a certain legal right. Weil dieses Wort ein Recht aufzeigt, eine gesetzmäßige Sache, which had to do with the inheritance, und die mit dem Erbe zu tun hat. Because as children, denn als Kinder, as sons of God, als Söhne Gottes, we are heirs of God, sind wir auch Erben Gottes. So he has shown his great love to you and to me.
Also hat er uns seine große Liebe gezeigt, dir und mir. By saving us, indem er uns errettet hat. By giving us his son, indem er uns seinen Sohn gegeben so hat. That he died for us, dass er für uns gestorben ist. But also he showed his great love by making us his children. Aber er hat seine große Liebe uns auch dadurch gezeigt, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. I like it when love is an action. Mir gefällt es, wenn Liebe eine Aktion ist. Hm? How many of you in here are married? Wer von euch hier ist verheiratet? Several of you. Einige. Okay, so over the years you have noticed, right? Und über die Jahre habt ihr festgestellt, that there are sometimes times where you don't feel that you love your spouse deeply. Dass es manchmal Zeiten gibt, wo du dieses Gefühl der tiefen Liebe zu deinem Ehepartner nicht unbedingt da ist. You know, not like this butterflies in my stomach. Oh. So diese, was ich meine, ist dieses Schmetterlinge im Bauch. But that you had to make a decision. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Hm? Because you know that true love is not based on feelings. Weil du ja weißt, dass wahre Liebe nicht auf Gefühlen gegründet ist. But that it is based on a decision. Sondern dass es auf einer Entscheidung gegründet ist. God has made a decision to love us. Gott hat eine Entscheidung getroffen, uns zu lieben. And by the way, und übrigens, he said it once, er hat es einmal gesagt, and he's not gonna change it. Und er wird das nicht verändern. The good thing is that he tells us over and over. Die gute Sache dabei ist, dass er uns das immer und immer wieder sagt. But you know, just like as in a relationship, aber genauso wie in einer Beziehung, it is good to tell your spouse that you love them. Wo es gut ist, dass du deinem Ehepartner immer wieder sagst, dass du ihn liebst. But it is even better to show them that you love them. Aber was noch besser ist, ist, dass du es deinem Ehepartner zeigst. Right? Action. Aktion, Handlung. In a way that they can receive it. Auf eine Art und Weise, wie derjenige das empfangen kann. God has shown his love. Gott hat seine Liebe gezeigt. Because he has given his son. Weil er seinen Sohn gegeben hat. And he has shown his love. And he has shown his love. Und er hat seine Liebe gezeigt. Because he has made you a son and a daughter of God. Weil er euch zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Whoa. I don't know if you get this. You're way too quiet about this. Ob ihr das versteht, dass ihr seid zu ruhig. I am a daughter of God. Ich bin eine Tochter Gottes. That means I can jump in front of the presence of my heavenly Father anytime I want to. Das heißt, ich kann vor meinen himmlischen Vater treten, in den Thronraum jederzeit. Daddy, 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 listen, listen, listen. Papa, 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 hör mal zu. Hm? Amen. Amen. And he will. Und er wird das tun. And he will never say, "Shut up, Monica." Und er wird niemals sagen, "Oh, Monica, halt den Mund." I don't want to hear you now. Ich will dich nicht hören. Leave me alone. Lass mich in Ruhe. Don't come with that stuff again. Komm nicht nochmal mit diesen Sachen. No. Nein. He might say, er wird vielleicht sagen, "Monica, you asked me that before." Monica, das hast du mich schon mal gebeten. You know that I told you I will do it. Du weißt ja, dass ich dir da gesagt habe, dass du es tun wirst, dass ich es tun werde. Don't you trust me? Vertraust du mir nicht? You know I love you. Du weißt, dass ich dich liebe. Come on, I'll do it. I told you I will. Okay, ich habe dir gesagt, dass ich es tun werde und ich werde es auch tun. Mm? You see what we're talking about? It has to do with a relationship. Das hat mit einer Beziehung zu tun. It has to do with a certain right. Mit einem bestimmten Recht. Hm? It has to do with knowing how my father is. Es hat damit zu tun, dass wir wissen, wer unser Vater ist. And that I'm secure in my relationship to him. Und dann bin ich sicher in dieser Beziehung mit ihm. Mm-hmm. I will never turn around and think like, oh, I wonder if God loves me. Ich werde mich nie wegdrehen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Oh God, are you really loving me? I'm not sure about that. Oh God, liebst du mich wirklich? Ich bin nicht so sicher. He has given us his son. Nein, er hat uns seinen Sohn gegeben. Christ died for you. Christus ist für dich gestorben. Because of that great love he has, God has for you. Wegen dieser großen Liebe, die Gott für dich hat. If that is the case, wenn das der Fall ist, there is no greater display of love than that. Es gibt, man kann durch nichts Größeres seine Liebe zeigen. You see, and you understand what I'm talking about? Versteht ihr, was ich sage? In Romans chapter 8 we have a very powerful scripture. In Römer 8 da ist eine ganz tolle kraftvolle Bibelstelle. It says in Romans 8 38 and 39. Römer 8 Verse 38 und 39. It says,
Und da steht: For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor any present, nor any things to come, nor heights, nor depths, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wow. So it is really not a question if you have a feeling of that he loves you. Also es geht wirklich nicht darum, ob du fühlst, dass er Liebe zu dir hat. And sometimes we might be in a season where we feel that stronger. Und manchmal gibt's Zeiten, wo wir diese Liebe mehr spüren. And sometimes there are times where we feel like, I don't feel his love. Und dann gibt's wiederum Zeiten, wo wir sagen, ja, also spüren tue ich jetzt diese Liebe nicht so. But then see what he's doing for you. Aber lasst uns mal gucken, was er für dich tut. Then you have to look into, wow, he gave his son out of love. Und weil dann sieht man ja, wow, er hat seinen Sohn für mich gegeben aus Liebe. Wow, he has made me a son and a daughter out of love. Wow, er hat mich zum Sohn, zur Tochter gemacht aus seiner Liebe heraus. Wow, he has given me all these blessings upon my life. Wow, er hat mir all diese Segnungen in mein Leben gegeben. And then, und dann, I look around, dann schaue ich mich um, and I see all of you. Und dann sehe ich euch alle. And then I really know God loves. Und dann weiß ich wirklich, dass Gott liebt. What? Was? Uh-huh. Huh? Yes. Yeah. Because he lives in you. Weil er in dir lebt. And he comes out of you. Und er kommt aus dir heraus. There is love in you. Da ist Liebe in dir. Amen. But I don't feel like that, Monica. Aber ich fühle mich überhaupt nicht danach, Monica. Again, it is not a feeling. Wiederum, es ist kein Gefühl. Not a feeling. Kein Gefühl. It's a decision. Eine Entscheidung. It's a knowing. Es ist ein Wissen. And it's an acting according to it. Und es ist eine Handlung entsprechend dieses Wissens. So God is love. Also Gott ist Liebe. God loves you. Und Gott liebt dich. And he definitely loves me. Und er liebt mich auf jeden Fall. Is this your confession too? Yeah. Yeah. Ist das auch dein Bekenntnis? Come on, don't look at me like that. Nun, schaut mich nicht so an. He loves me. Er liebt mich. Can you say that about yourself? Kannst du das über dich selber sagen? He loves me. Can you er say that? Er liebt mich. He loves me. Er liebt mich. He loves me. Er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. He loves me. Huh? Mhm. Mhm. So if that is the case, wenn das der Fall ist, then that means he loves everybody. Dann bedeutet das, er liebt alle Menschen. So if he loves everybody, wenn er alle Menschen liebt, we can love each other. Dann können wir uns auch einander lieben. It's that simple. So einfach ist das. It's not complicated. It's nicht kompliziert. Remember, it's not an emotion. Denk dran, es ist kein Gefühl. It's not a feeling. Kein Gefühl. No, 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 no. Nein. It is an action. Es ist eine Handlung. It's an expressed positive action. Es ist eine ausgedrückte positive Handlung. It is a decision we have made. Es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Sorry, I should have told you to stay in 1 John 3 because we're going to come back there. Okay, jetzt gehen wir noch mal zum 1. Johannes 3. And I would like to start with verse 10 and 11. We read several verses here. Hier werden wir jetzt ein paar Verse lesen und wir fangen an mit Vers 10 und 11. In this the children of God and the children of the devil are manifested. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Oh, that's a tough word. Verse 11. Vers 11. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Verse 14. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Verse 16.
16. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. But whoever hath this world's good and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how doth the love of God abide in him? Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Verse 23. Dann Vers 23. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment, as he gave us his commandment. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wow, such strong words. Das sind schon ziemlich starke Worte. So it talks about. Und hier ist die Rede davon, that we should love one another. Dass wir einander lieben sollen. That if we see that somebody is in need and we can help, that we should help. Dass wenn wir sehen, dass jemand eine Not hat und wir können der Not begegnen, dann sollen wir das machen. That's what it's talking about. Hier, das ist, wird hier gesagt. So with other words, mit anderen Worten, it's talking about the fact that we do not look at us first. Hier ist die Rede letztendlich davon, dass wir nicht zuerst auf uns gucken, but that we first recognize our brother and our sister, sondern dass wir erst unseren Bruder oder unsere Schwester sehen. That we want the best for the other one. Dass wir für die anderen das Beste wollen. That it's not like, but what about me? Dass es nicht zuerst ist dieses, ja, aber was ist mit mir? Remember, God loves you. Denk dran, Gott liebt dich. If he loves you, wenn er dich liebt, he will take care of you. Dann wird er sich um dich kümmern. But if you are full of his love, und wenn du voll von seiner Liebe because bist, in Romans 5 verse 5 is said, it says, Römer 5 Vers 5 da steht, that it says that the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Da steht, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. So you got the God kind of love on the inside of you. Du hast also Gottes Art der Liebe in deinem Inneren. But I don't feel like it. Aber ich fühle mich überhaupt nicht danach. But you have it. Aber du hast sie. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, if you have received Jesus as your Lord and Savior, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen you hast, got his love on the inside. Dann hast du seine Liebe in deinem Inneren. And the Bible says that this love is shown by the love we show to our brethren und in and der sisteren. In der Bibel steht, dass diese Liebe gezeigt wird durch die Liebe, die wir zu unseren Brüdern und Schwestern haben. Hm? Why you're so quiet this morning? Hey, ihr seid so ruhig heute. Ja, 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 ja. First John chapter 2. 1. Johannes Kapitel 2. Verse 10 and 11. Verse 10 und 11. He that loveth his brother abides in the light, and there is no occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness has blinded his eyes. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. I didn't write that, okay? Ich habe das ja nicht geschrieben. That's Bible. Das ist in der Bibel. Okay. And now you might sit in there, you think. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, oh, but there is a brother or there is a sister, I really don't like them too much. Aber da gibt's einen Bruder oder da gibt's eine Schwester, die mag ich wirklich nicht so sehr. Oh, you know what they have done to me. If you would have just known, Monica, what they did to me. Monika, wenn du wüsstest, was der oder die mir angetan hat. You have no idea how they talked about me. Du hast ja keine Ahnung, wie derjenige über mich gesprochen you hat. You know how they treated me last week. Und wie derjenige mich letzte Woche behandelt hat. Who is responsible for whom's action? Wer ist verantwortlich für wessen Taten? I am responsible for my own actions, right? Ich bin verantwortlich für meine Taten. You are responsible for your actions. Und du bist verantwortlich für deine Taten oder Reaktionen. So this verse says, und dieser Vers hier sagt, he that loves his brother abides in the light. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. And there is no occasion of stumbling in him. Und da gibt es nichts Anstößiges oder keine Gelegenheit zum Stolpern in ihm, heißt es. So heißt es im Englischen. Hm.
Interesting wording, I find that. I find it interesting. Ich finde diese Wortwahl interessant. So we need to love each other. Wir sollen einander also lieben. Yeah, but again, Monica, you don't understand. Ja, aber Monika, du verstehst das einfach nicht. No, you don't understand. Nee, du verstehst es nicht. You have to make a decision. Du musst eine Entscheidung treffen. Because the love of God abides where? Weil die Liebe Gottes wohnt wo? In your heart. In deinem Herzen. In your heart. In deinem Herzen. We were singing in that song Emmanuel. In diesem Lied Emmanuel haben wir gesungen. I don't know exactly the line anymore, but from the inside to the outside. Ich weiß nicht mehr genau den Text, aber es hieß so von innen nach außen. From the inside to the outside. Von innen nach außen. If you don't want to forgive, wenn du nicht vergeben möchtest, if you hold a grudge against somebody, wenn du einen Groll gegen jemanden hegst, if you feel like you cannot love somebody, wenn du dich fühlst, als könntest du jemanden nicht lieben, then it is your emotions. Dann sind das deine Gefühle. It's your flesh. Das ist dein Fleisch. And all what you will have to do, und alles, was du tun musst, is to make a decision, ist eine Entscheidung zu treffen, is that you live from the inside out. Und zwar, dass du von innen nach außen lebst. What does that mean? Was bedeutet das? I let that love which God has for me. Ich lasse die Liebe, die Gott für mich hat. Which he has put within my spirit, man. Die er in meinen Geist gelegt hat. I allow that love to come out. Dieser Liebe erlaube ich es, nach außen zu treten. Yeah, but they don't deserve that. Ja, aber die Person, die hat es nicht verdient. Did you always deserve God's love? Hast du immer Gottes Liebe verdient? I don't. Ich nicht. If you look from a natural perspective. Wenn man sich das vom Natürlichen mal anguckt. Love doesn't ask that. Die Liebe stellt so eine Frage nicht. Do you still love your children even so they're not always acting nice? Liebst du deine Kinder noch, obwohl sie sich nicht immer richtig verhalten? I would say so, right? Ich würde sagen, ja. Huh? Hopefully. Hoffentlich. If not, please come and talk to me. Wenn nicht, dann komm bitte und komm zu mir und dann sprechen wir. But you know, again, it's a decision. Es ist eine Entscheidung. And we let the God kind of love. Und wir lassen Gottes Art der Liebe. We let it come out. Die lassen wir rauskommen. Brother Hagen, he is talking about a story for many years ago. Bruder Hagen hat vor vielen Jahren eine Begebenheit erzählt. You know, in his family there was some strife. In seiner Familie gab's Streitigkeiten. Not with his wife and kids. It was like before he was married. Also das war nicht mit seiner Frau oder seinen Kindern. Das war bevor er verheiratet war. But like some of his relatives, they were fighting against his mom and tried to take the inheritance away. Also da gab's in der erweiterten Familie ein paar Leute, die haben sich gegen die Mutter gestellt und wollten verhindern, dass ihr das Erbe zukommt. And his older brother went to see some of the relatives to talk to them. Und der ältere Bruder ist dann zu und the older brother went to talk to one of the relatives. Und der about ältere that. Bruder ist dann zu einigen von den Verwandten gegangen, um darüber zu sprechen. He wanted to clarify the situation. Wollte das Ganze klarstellen. And they were so mean. Und die waren so gemein. That he lost his temper and he was beating them up. Dass er seine Beherrschung verloren hat und die zusammengeprügelt hat. Okay. He was a rather young Christian at that time. Der war zu dem Zeitpunkt ein junger Christ. And he knew it was wrong, but anyway. Jung im Glauben und er wusste auch, dass das falsch war. So Kenneth Hagen went there. Also ist Kenneth Hagen dann dahin gegangen. And he talked to this woman. Und hat zu der Frau gesprochen. And this woman said all kind of nasty words. Und diese Frau hat alle möglichen gemeinen Sachen gesagt. And he said in his flesh, I could feel this rising up in me. Und er hat dann erzählt, er hat es in seinem Fleisch gefühlt, wie da was hochkommen will. He wanted to defend his mother, right? Und er wollte seine Mutter verteidigen. But then on the inside, aber dann ist im Inneren the still small voice, ist diese leise feine the Stimme, true love, diese wahre Liebe, what kind of love doesn't act like that? Hat ihm gezeigt, Liebe verhält sich nicht so. And then he actually paid attention to that love. Und dann hat er auf diese Liebe geachtet. And the woman went on and on. Und diese Frau hat weiter geredet und geredet. He said, I didn't even say anything. Und dann hat er weiter erzählt, ich habe nicht mal was gesagt. I just looked at her. Ich habe sie nur angeguckt. And with the eyes of love. Mit diesen Augen der Liebe. I was hurting for her that she, in what kind of a condition she is to act like that. Und ich fand es so schlimm und sie hat mir so leid getan, in was für einem Zustand sie ist. And this love must have come out.
Und diese Liebe, die muss da rausgekommen sein. Because eventually the woman stopped and asked for forgiveness and that he please would pray for her. Und weil letztendlich hat die Frau aufgehört mit ihrem schlechten Reden und hat um Vergebung gebeten und hat gesagt, bitte bete für mich. And that couple ended up fighting for his mom. Und dann dieses Ehepaar war dann schlussendlich, haben die sich geändert und haben für die Mutter sich eingesetzt. So that she finally got her inheritance. So dass sie dann schlussendlich ihr Erbe bekommt. Love will always win. Liebe wird immer gewinnen. But sometimes circumstances don't look like that we want to act in love. Aber manchmal sehen die Umstände nicht danach aus, so dass wir in Liebe handeln wollen. Why am I telling us this? Warum sage ich das alles? Because there is so much strife in the church? Weil es so viel Streitigkeiten in der Gemeinde gibt? No. Nein. No, because love is the way to victory. Nein, weil Liebe der Weg zum Sieg ist. I tell us this. Ich sag euch das, because the world will know us by the love we have for each other. Weil die Liebe wird uns daran erkennen. The world will know us by the love. Die Liebe? No, the world. Ah, Entschuldigung. Die Welt wird uns an unserer Liebe erkennen. Exactly. Yeah. Die wir zueinander haben. Right? Stimmt. They will look at us. Die werden uns angucken. And they will see that we are not perfect. Und die werden sehen, dass wir nicht vollkommen sind. And then they look at us and they see how we are reacting. Und dann schauen sie uns an und sehen, wie wir reagieren. And then they are like, how can you be like that? Und dann sagen sie, wie konntest du das so machen? It's because of the love of God in us. Ja, das ist wegen der Liebe Gottes in uns. And I believe we are living more and more in a time. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr in einer Zeit leben, where it will be really light or dark. Wo es entweder Licht oder Finsternis ist. You know what I mean with that? Versteht ihr, was ich meine? Right? Mm-hmm. It's going to get darker. Also es wird immer finsterer werden. And we have to make a decision that we will be the light of the world. Und dann müssen wir die Entscheidung treffen, dass wir das Licht der Welt sein werden. If we are driven by love, wenn wir uns von der Liebe Gottes motivieren lassen, then people will talk about us. Dann werden die Leute über uns sprechen. And they will say, und die werden sagen, wow, what kind of lovely people. Wow, was für nette, freundliche Leute. I mean, I wasn't even nice to them, they were nice to me. Und ich war nicht mal nett zu der Person, aber der war nett zu mir. You walk into their room and my gosh, there's love in that place. Wenn ihr da zu denen kommt, da ist Liebe an dem Ort. I was just at a funeral. Ich war vor kurzem auf einer Beerdigung. And you know, the funeral, the room was full with people. Und der Raum war wirklich vollgestopft mit Leuten. And half of the group were probably unbelievers. Ungefähr die Hälfte der Leute waren Ungläubige. And then several of us got up and talked about the person who went home to be with the Lord. Und dann sind einige von uns einer nach dem anderen aufgestanden, haben was über die Person gesagt, die zum Herrn heimgegangen ist. But then the pastor of that church told me. Und dann hat der Pastor der Gemeinde mir gesagt. He said, you know, we have a lot of unbelievers in here. Er hat gesagt, weißt du, wir hatten hier viele Nichtchristen. And these guys were invited by the lady who died. Und diese Leute sind eingeladen worden von der Frau, die gestorben war. To come to church for many years. Diese Frau hat sie seit Jahren eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. But they never came. Aber die sind nie gekommen. But then at the funeral. Aber bei der Beerdigung. Several of them said to him. Haben mehrere von den Besuchern zu dem Pastor gesagt. We need to come. Wir müssen kommen. You know, I mean, we are sorry that we missed the opportunity before. Es tut uns leid, dass wir die Gelegenheiten vorher verpasst haben. But the love which this person had, aber diese Liebe von der Frau, they were so outstanding, die war so groß, that we felt like we need to show the last honor to her. Dass wir so den Eindruck hatten, wir sollten ihr die letzte Ehre erweisen. And actually respect what she has asked us to do to come to the service. Und letztendlich auch das Respekt oder das Achten, wozu sie uns aufgefordert hat, nämlich zum Gottesdienst zu kommen. Love speaks louder than anything. Liebe spricht lauter als alles andere. And you can live in it. Und du kannst das leben. In the fullness of it, you can live in it. Und zwar die Fülle dessen kannst du leben. Isn't that awesome? Das ist doch toll. So if somebody comes and they are not nice to you, also wenn jemand kommt und nicht nett zu dir ist, you can be nice to them. Dann kannst du nett zu der Person sein. And please, I'm not saying that love is always like, oh, you're so cute, you're so nice, you're so wonderful. Und bitte, ich meine damit nicht, dass Liebe immer sagt, oh, du bist so nett und du bist so toll und alles ist gut. No, some of you have talked to me before. Nein, manche von euch haben schon mit mir gesprochen. And you had situations in your life. Und da waren Situationen in eurem Leben. And I looked at you. Und ich habe euch angeguckt. And I said, you need to change this. Und ich habe gesagt, du musst das ändern. Don't do that.
Mach das nicht. Stop that. Hör damit auf. This is not good. Das ist nicht gut. You know, when you listen to it, you say, that's not kind, Monica, that's not lovely. Und wenn man so einer Unterhaltung zuhören würde, dann würde man was sagen, ja, Monika, das ist aber nicht nett, das ist doch nicht freundlich, das ist nicht liebevoll. Oh, that was a greater love than you could think of. Aber das war größere Liebe, als man denken würde. Why? Warum? Because I want you. Weil ich euch gewarnt habe. Because I love you. Weil ich euch liebe. I don't want you to actually live in the wrong way. Weil ich möchte nicht, dass du auf die falsche Art und Weise lebst. Or that the result oder dass das out of that situation is not good and I don't want you to face it. Oder ich sehe, dass das Resultat, die Folgen von dieser Entscheidung oder von dem Lebensstil schlecht sind und ich möchte nicht, dass du denen gegenüberstehst. Because I love you. Weil ich dich liebe. Do you understand? Versteht it's just ihr? Like how you act with your children. Genauso wie ihr mit euren Kindern umgeht. When you love them, wenn du sie liebst, you don't let them do everything. Dann lässt du sie nicht alles einfach you machen. You don't let them run over the street. Dann lässt du sie nicht einfach über die Straße rennen. Hm? Please not. Bitte nicht. Right? You understand what I'm saying? Ihr versteht, was ich sage. Mm-hmm. Okay? So God's love und Gottes Liebe is always good to us. Ist immer gut zu uns. But it's always motivated for the best for you. Und sie ist immer durch das motiviert, dass sie das Beste für dich will. So our love, which is God's love in us, und deshalb ist unsere Liebe, die ja Gottes Liebe in uns ist, should always be motivated by wanting to have the best for you. Sollte also immer davon motiviert sein, das Beste für den anderen zu haben. Okay, you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? I am not saying that you're running around to be Gemeindepolizei. Ja, ich sage nicht, dass ihr rumrennen sollt und die Gemeindepolizei sein sollt. You know, the church police. So diese church police. Who, genau. Who knows everything better and tells everybody what needs to happen. No. Der alles besser weiß und jedem sagt, was er machen soll, so und no. So und so. Nein. But we're there for each other. Aber wir sind füreinander da. And if we see that something is wrong, und wenn wir sehen, dass was falsch ist, in love, dann können wir in Liebe, in the care for you, und in der Fürsorge für jemanden, I will tell you, werde ich dir sagen, to make the changes, okay? Die Veränderung vorzunehmen. So that the German sentence is complete. In English it genau. Was already. Genau. Damit der deutsche Satz dann fertig ist. Im Englisch, der englische war schon fertig. Is this helping you a little bit? Hilft euch das? Because this will help you in your everyday life. Das wird dir in deinem Alltagsleben helfen. And it will bring you to a different level. Und wird dann auf eine neue Ebene führen. So always remember, God is love. Also denkt immer dran, Gott ist Liebe. And remember, He loves you. Und denkt dran, er liebt dich. And if you ever doubt that, und wenn du daran mal zweifelst, go into the Bible, dann geh in die Bibel and look at what He has done for you. Und schau dir das an, was er für dich getan because hat. Love gives. Weil Liebe gibt. And He gave it all. Und er hat alles gegeben. Okay. Puff. Thank you, Lord. Danke, danke, Herr. And then remember. Und dann denk dran. According to some of these scriptures we have written. Laut diesen Bibelstellen, die wir hier gelesen haben. You know, according to those scriptures. Laut diesen Bibelstellen. We are supposed to love each other. Sollen wir einander lieben. And if we love each other. Und wenn wir einander lieben. Then we are actually showing through that we love God. Dann zeigen wir dadurch, dass wir Gott lieben. So He doesn't want us to stand there all the time saying, I love you, 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 I love you. Also Gott möchte ja jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit nur dastehen und sagen zu den anderen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. No. To him. We say to him. Oh, zu ihm. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. But we don't show any love to our brother or sister. Dass wir das machen, aber keine Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern zeigen. He wants love in action. Er möchte Liebe in Aktion. And he says the way we do that is by loving each other. Und er sagt, dass die Art und Weise, wie wir das machen, ist, indem wir einander lieben. Because acknowledge that he lives in you. Weil wir anerkennen, dass er in euch lebt, in dir lebt. Amen. Okay. Amen. You can get up if you want to. Dürft gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. And remember, walking in love is a decision. Und denkt dran, in Liebe zu leben und zu wandeln ist eine Entscheidung. Because a decision that we live from the inside out. Es ist eine Entscheidung, dass wir unser Leben von innen nach außen leben. You can do it. Das könnt ihr machen.
Mm-hmm. Ihr schafft das. That's possible. Es ist möglich. It's just a decision. Es ist einfach eine Entscheidung. In that moment when that stinky flesh is rising, you know. In dem Moment, wo dieses stinkende Fleisch hochkommen will. You know what I mean, right? Ihr wisst schon, was ich meine. So dieses. But I want it my way. I need to have it this way. So machen, wie ich das machen will. That we go. Shut up. Dass wir sagen, Ruhe jetzt. Okay, Lord, what? Okay, Herr, was? And we let that love come out. Und dann lassen wir die Liebe Gottes rauskommen. That's how we're reacting. So sollen wir reagieren. Amen. And Amen. When we do that, wenn wir das machen, we're actually turning to the Father. Through that, we're turning to the Father. Wenn wir das so machen, dann drehen wir uns dadurch zum Vater. And we say, I love you. Und sagen dadurch, ich liebe dich. Our action is actually screaming that to him. Unsere Handlung, die wir machen, ruft oder schreit lauter zu ihm dadurch oder ist lauter. Amen. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. Your word is so wonderful. Ich danke dir, dass dein Wort so wunderbar Because ist. Because in your word, denn in deinem Wort, you have actually revealed to us how much you love us. Hast du uns offenbart, wie sehr du uns liebst. In your word, in deinem Wort, you have shown us, hast du uns gezeigt, that out of your love you give Jesus. Dass du aus deiner Liebe heraus Jesus gegeben hast. In your word, in deinem Wort, you have said, hast du gesagt, I love you. Ich liebe euch. In so many ways. Auf so viele verschiedene And Arten. We want to tell you, Father, und wir wollen dir sagen, Vater, we love you. Wir lieben dich. And we want our life to speak about your love. Und wir wollen, dass unser Leben über deine Liebe spricht. That it comes out of us. Dass sie aus uns herauskommt. That we forgive those people which we need to forgive. Dass wir vergeben den Leuten, wo wir vergeben müssen. That we don't hold a grudge against anybody. Dass wir gegen niemanden Groll halten. That we speak only good. Dass wir nur Gutes sprechen. That we are not envying. Dass wir nicht neidisch sind. That we are not boastful. Und dass wir nicht stolz sind. No, Father. Nein, Vater. We are motivated and driven by your love. Sondern dass wir motiviert und getrieben werden von deiner Liebe. Thank you. Danke. Father, and I do know that there are people in here. Vater, und ich weiß, dass Menschen hier sind. They are struggling with this. Die am Ringen damit sind. They are struggling with knowing that you truly love them. Die sind am Ringen damit, ob du wirklich sie so liebst. And I ask you, und ich bitte dich, that you reveal to them, dass du ihnen offenbarst, how much you love them. Wie sehr du sie liebst. Reveal it to them. Offenbare du es ihnen. Through your word. Durch dein Wort. Through your spirit. Durch deinen Geist. Through other people. Durch andere Menschen. Reveal yourself to them. Offenbare du dich ihnen. In the time they spend with you. In der Zeit, die sie mit dir verbringen. So that they can live in that security. So dass sie in dieser Sicherheit leben können. And in that surety. Und in diesem Sichersein. That you love them. Dass du sie liebst. And because of that. Und deswegen. We are capable of loving others. Dass wir deswegen andere lieben können. Thank you so much. Danke so sehr. Thank you so much. Vielen Dank, Herr. And if you're in here, und wenn du heute hier bist, and you actually, you know, you don't even know what we're talking about. Und du sagst, eigentlich weiß ich gar nicht, um was es hier geht. Because really, I don't have a relationship to your God or to Jesus. Weil ich habe nicht so eine Beziehung zu deinem Gott oder deinem Jesus. I don't know him yet. Ich kenne den noch gar nicht. Then I want to invite you. Dann möchte ich dich einladen. Get to know him. Lerne ihn kennen. Because if you get to know him, weil wenn du ihn kennenlernst, you will get to know his love. Dann wirst du seine Liebe kennenlernen. I want you to know. Und ich möchte, dass ihr wisst, he is for you. Dass er für dich ist. Yeah, but Monica, you don't know what I've done. Ja, Monika, aber du weißt nicht, was ich alles getan habe. Yeah, but he does. Ja, aber er weiß es. And he doesn't care. Und ihm ist das egal. Because he loves you so much. Weil er liebt dich so sehr. That he was willing to give Jesus his only son for you. Dass er bereit war, Jesus seinen einzigen Sohn für dich hinzugeben. For you. Für dich. Because he loves you. Weil er dich liebt. And he wants you. Und er möchte. To receive Jesus as your Lord and your Savior. Dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser empfängst. So that you can experience the love of God for your life. So dass du die Liebe Gottes für dein Leben erleben kannst. So we come to a closing here. Wir kommen jetzt hier zum Abschluss des Gottesdienstes. And really, I want you to, if you have never made Jesus your Lord and Savior. Und wenn du Jesus noch nicht zu deinem Herrn und Erlöser gemacht hast. Then please. Dann bitte. Come up front. Komm nach vorne. There are several people who would love to introduce him to you. Da wird ein Team von Leuten sein und die reden gerne mit dir über Jesus. They would like to pray with you. Die würden gerne mit dir beten. Explain him to you.
und dir das erklären. But also to really introduce him to you. Aber wirklich auch ihn dir vorstellen. If you are in here, wenn du hier bist, and you actually thought God doesn't love you anymore, und wenn du gedacht hast, dass Jesus dich nicht mehr liebt, and because of that you turned your back on him and you run away in the other direction, und deswegen irgendwie so deinen Rücken Gott zugedreht hast und in die andere Richtung am Laufen bist, you don't live your everyday life with him. Dass du dieses nicht täglich mit ihm zusammenlebst. And you feel that pressure on you because you know it would be so much better. Und du spürst diesen Druck, weil du weißt, es wäre so viel besser täglich mit ihm zu leben. But you don't dare to come to him anymore. You're afraid. Aber du wagst es gar nicht mehr zu ihm zu kommen. Du hast irgendwie Angst. Please come home. Dann komm doch bitte nach Hause. His arms are wide open. Seine Arme sind weit geöffnet. And he tells you he loves you. Und er sagt dir, dass er dich liebt. Please come home. Und komm nach Hause. He is for you. Er ist für dich. He loves you. Er liebt dich. Okay. And if you want us to pray with you, we gladly do that. Und wenn du gerne möchtest, dass jemand mit dir betet, dann tun wir das gerne. Okay. But come home, please. Aber komm nach Hause. Okay. And obviously, if you're not filled with the Holy Ghost, this is your opportunity as well. Und natürlich auch, wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, das ist deine Gelegenheit heute. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. For each and every one who is in this room. Für jeden einzelnen, der hier im Raum ist. And for everybody who will listen to the podcast later. Und für jeden, der später dem Podcast zuhört. I thank you. Ich danke dir. That you truly love them. Dass du jeden wirklich liebst. And that you will reveal yourself to each and every one of us during this week. Und dass du dich jedem einzelnen offenbaren wirst in der nächsten Woche. Thank you that we walk in your protection. Danke, dass wir in deinem Schutz leben. That we will walk out of that love. Dass wir aus dieser Liebe heraus leben können. And that your blessing is upon us. Und dass dein Segen auf uns ist. Because you love us. Weil du uns liebst. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. 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 Do you want to sing that song once more?